Bei der Suche nach den Begriffen E-Learning und Medizin in einer der bekannten Suchmaschinen habe ich eine umfangreiche Trefferliste bekommen. Die ersten Fundstellen sind auch interessant, aber das, was mich am meisten beeindruckt hat und das, was ich hier vorstellen möchte, das ist das Angebot des Instituts für medizinische Lehre, der Abteilung für Unterricht und Medien der Universität Bern. Wenn man sich das anschaut, hat man hier eine gut aufgebaute Übersicht. Man kann sich das Studienjahr auswählen und dann bekommt man hier im mittleren Teil die verfügbaren Lernressourcen. Wenn man nichts auswählt, dann ist die Liste vollständig. Das geht hier unten noch weiter. Vieles davon ist frei, für jedermann zugänglich. Und wenn man sich darüber bewegt, über diese Liste, dann sieht man im rechten Teil eben auch schon genauere Informationen, den Titel, eine Kurzbeschreibung, für welches Studienjahr das ist, das Fach. Und in diesem Fall handelt es sich um ein Video. Das ist also optimal aufbereitet, damit man auch schnell das Gesuchte findet. Und was ich interessant finde, ist auch, dass hier unten im unteren Teil schon iPhone genannt wird. Das ist aber nur in diesem Fall synonym für die modernen Smartphones. Das heißt, wenn da ein Student draufklickt, dann hat er schon die Möglichkeit, vieles, was hier angeboten wird, zu abonnieren. Das heißt, das wird dann automatisch heruntergeladen und man kann sich das dann auf seinem Endgerät, dem iPhone zum Beispiel, anschauen, wann man Zeit hat oder auf irgendetwas wartet und sich langweilt und sagt, dann nutze ich die Zeit eben dafür, das zu vertiefen, was ich vielleicht schon in der Vorlesung live gehört habe. Das ist also eine interessante Sache. Es gibt dann zusätzlich noch für andere Endgeräte, für den iPod oder ähnliche Geräte, eine Seite, die heißt Podlec, Podcast Lectures. Und da sind eben zum Download und dann zur Mitnahme auf den Endgeräten oder zum Anschauen auf dem PC, falls man dann entsprechende Abspielsoftware hat, zum Beispiel iTunes oder den hier angebotenen M4V-Player. Dieser Player, der spielt wohl die MP4-Dateien ab, den kann man sich herunterladen. Und das zeigt also, dass da die Studenten optimal unterstützt werden, damit sie das jederzeit wieder abrufen können, was vielleicht prüfungsrelevant ist. Und weil viel von dem frei zugänglich ist, kann sich das natürlich auch ein am Medizinstudium Interessierter anschauen, um sich auf das, was ihn im Studium dann erwartet, vorzubereiten. Man hat in Bern offensichtlich schon sehr früh über diese neuartigen Möglichkeiten nachgedacht. Ich habe da von einem emeritierten Professor ein Video aus dem Jahr 1995 gefunden. Da möchte ich ein paar Szenen kurz zeigen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marco Mumenthaler. Ich war früher Dozent für Neurologie an der Universität Bern. Ich bin jetzt emeritiert, aber wie Sie sehen, führe ich Sie dennoch durch diesen neurologischen Untersuchungsgang. Wir werden einen an sich normalen jungen Mann, einen Studenten, untersuchen. Man gebe ihm hierfür auch klare Instruktionen, was er auszuziehen hat bzw. was er anzubehalten hat. So, ich will das jetzt nicht weiter fortsetzen. Sie können sich das Video ja selbst herunterladen und anschauen. Aber das zeigt eben, dass man in der Schweiz schon sehr früh erkannt hat, dass diese neuartige Form der Bereitstellung von Unterrichtsmaterial zukunftsweisend ist.